Ja, ich habe zwar gesagt, wir gehen jetzt nach Las Vegas, aber bevor wir die Insel verlassen, sollten wir halt die Insel auch abschließen. Deshalb eine erste Nebenquest hier. Herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West auf der PlayStation 4. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Schau mal, was er will. Ahnen, bitte. Es geht um meinen Bruder. Ich will dich nicht stören, aber ich habe überall um Hilfe gefragt, aber nichts erreicht. Gut, erzähl mir alles. Verzeih mir. Mein Name ist Yoma. Ich bin der Waffenoffizier dieser Expedition. Ich muss sicherstellen, dass die Trupps bewaffnet und bereit für alles da draußen sind. Und das ist mir misslungen. Mein jüngerer Bruder Uris, seine Einheit sollte einen Turm im Norden der Insel auskundschaften. Sie hätten jetzt zurück sein müssen. Der Aufseher hat meine Bitte nach einem Suchtrupp abgelehnt. Ihm zu trotzen würde zumindest meine Entlassung bedeuten. Könnten Sie noch am Leben sein? Uris war, solange ich denken kann, wie besessen von San Francisco. Er wollte unbedingt an dieser Expedition teilnehmen. Ich hoffe, das Schicksal ist nicht so grausam, ihm diesen Ort zum Grab zu machen. Wenn du mir hilfst, verschaffe ich dir Zugang zu all meinen Waffen. Wenn ich in den Norden gehe, schaue ich nach deinem Bruder. Danke. Vielleicht hilft's. Mein Bruder trug ein Relikt von Ahnen bei sich. Ich denke, dein Fokus könnte es auffangen. Was für ein Relikt? Ein kleines Metallstück an einer Kette mit einem Hologramm von San Francisco. Deshalb hatte es mein Bruder immer bei sich. Die Wahrsager mutmaßten, dass es eine Art Signal sein könnte, das die Ahnen in die Stadt ruft. Mutmaßten? Es waren Daten darauf, die sie nicht lesen konnten? Es galt als verlorenes Wissen. Wenn mein Bruder tot ist, könntest du vielleicht das Relikt zurückbringen? Es bedeutete Uris so viel. Ich möchte es verwahren. Für ihn. Natürlich. Das Andenken. Dann machen wir das mal. Wir haben da noch einige Quests offen, merke ich gerade. Aber das Andenken ist jetzt unsere aktuelle. Ein Auftrag. Okay. Ein Auftrag ist natürlich was anderes als eine Nebenquest. Ist okay. So. Dann geht's hier ab in eine Richtung, in der wir noch nicht wirklich waren. Aber ich überlege gerade, sollen wir Schnellreise einsetzen? Ich denke, ja. Sturmvogel? Sonnenflügel, das geht. Nein, wir machen Schnellreise. Ah, es ist Samstag. Es ist erst Samstag. Nachmittagsabend, so in die Richtung. Nach dieser Episode bekommt mein Hund Fressen. Dann bekomme ich Fressen. Heute machen wir mal die umgekehrte Richtung. Ich weiß noch nicht, was ich koche. Vielleicht Hackbällchen in Senfsoße. Mit Reis. Oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Sollten wir... Ist das eine schlimme Textur? Schaut euch das mal an. Weg damit. Die muss sterben. So. Sollten wir auf dem Weg Möwen entdecken? Erinnert mich bitte dran. Denn die brauchen wir. Keine blöden Pelikane, nein. Es sind Möwen, die wir brauchen. Da, Golden Gate. Die kenne ich. Die habe ich schon wieder vergessen. Sonnenflügel, was können die? Letztens sind die schön schnell gestorben. Apropos, ich glaube, wir haben wieder Fertigkeitspunkte zu vergeben. Das ist schön. Fallenstellerin haben wir alle Passiven. Passiven. Jetzt brauchen wir hier alle Passiven. So, was haben wir hier? Maschinenelement plus. Überbrückte Maschinen verursachen mit Elementarangriff mehr Schaden. Okay. Von hier aus. Und hier haben wir noch was. Erleide auf einer Reitmaschine weniger Schaden. Okay. Auch schön. Da, am Strand. Ein Quenchspeer. Ist näher ran. Vielleicht hat er ja das Relikt, das Yoma meint. So, schauen wir uns das an. Hey. Ja, und leck dir ruhig die Eier, hast schon recht. Kein Relikt. Kann nicht Yomas Bruder sein. Ich sollte mich mal umsehen. Vielleicht ist er ja noch wer. Ach, Scheiße. Die Krabbe hätte ich brauchen können.
Okay, ich muss doch noch weiter runter, oder wo muss ich hin? Warte mal kurz. Eher in die Richtung, alles klar. Eis wäre seine Schwäche. Bist du auf Boss-Mode? Einer ist schon mal tot. Aber wisst ihr, was wir machen können? Wir haben extrem viel Mut aktuell. Kommt, kommt alle her. Das mag ich. Ist da noch einer übrig? Da ist noch irgendwo einer übrig. Ah, da ist noch einer. Es sind sogar zwei Speer. Ich liebe Mut. Das ist eine ziemlich geile Mechanik, die sie da eingeführt haben mit dem Mut. So, die müssen wir begutachten. Ich hoffe, da ist keiner dabei. Warte mal, das Bett vom Hund. So. Gut, schauen wir uns das an. Und lass mich jetzt bitte in Ruhe. Wir machen noch eine Episode und dann sind wir schon... Dann kriegst du da Essen. Oh. Waren da noch welche? Da waren noch welche. Ja, dass du dir da jetzt den Kopf anhaust, da kann ich jetzt auch nichts machen. Einer von den festen Jägerkillern. Schlag machen. Das waren alle. Jetzt zu den Speeren. Jetzt darf ich zu den Speeren gehen, okay. Schaut cool aus. Irgendwie hier. Das Panorama ist Wahnsinn. Kein Relikt. Also nicht sicher, dass einer Uris ist. Aber vielleicht hat einer es fallen gelassen, als sie gegen die Maschinen gekämpft haben. Vielleicht hilft mein Fokus. Nichts. Vielleicht kann mein Fokus ihre Spuren finden. Da. Ist Uris den Maschinen entkommen? Mal sehen, wo das hinführt. Scannen nach Spuren, das haben wir gemacht. Und jetzt folgen wir eben jenen. Bin ich mal gespannt, was das noch mit sich bringt. Ich war schon am richtigen Weg. Ich war schon am richtigen Weg. Ganz von Anfang an. Die Sonnenflügler werden wir auch noch erledigen müssen, so wie ich das sehe. Eine Maschine. Sie folgte ihm wohl, aber Uris wehrte sie ab. Wie passend, dass nur sein Cousin noch lebt. Gesperrt. Ja, weil wir es noch nicht ganz freigeschalten haben. Er ist wohl in den Turm gerannt. Wollte wohl den Sonnenflügeln da oben entkommen. Zu Recht auch. Sind noch da? Die Spuren hören auf. Sie müssen in den Turm gestiegen sein. So geil, dass sie das als Turm bezeichnen. Aber sie wissen es halt auch nicht besser. Da vibriert es gerade auf meinem Controller.
Das ist eher ein schlechtes Zeichen. Das werde ich brauchen. Lass mich hier in Ruhe. Hey, was ist denn das? Wasser ist seine Schwäche. Ich muss einen Weg hoch in den Turm finden. Achtung, vielleicht geht das. Und was ist die Schwäche? Wo ist er? Ich treffe ihn einfach nicht, weil ich nicht sehe, wo er ist. Ich muss einen Weg hoch in den Turm finden. Ah. So komme ich gerne vorbei. Ich muss einen Weg hoch in den Turm finden. Das ist kein Stress so. Ich mach mal einen Doppelschuss, vielleicht. Okay, keine Munition, das war klar, dass das mal passieren wird. Echt jetzt zum Schluss hin noch. Mutkill, yay. Gibt's hier nicht. Immer vorbei. Jetzt hat er das überwunden. Okay, Planänderung. Ja, komm jetzt. Gibt's ja nichts. Solange er mit Wasser versorgt ist, kann er nichts. Ja. Was war denn jetzt los? Solange er mit Wasser besprüht ist, kann er nicht. Was ist da passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn das ein Turm gewesen wäre, der einfach hoch wäre, dann wären wir jetzt tot. Alter. Wie viel Glück das gerade war. Oh. Wir könnten Folgendes machen. Wie wäre es mit einem gestützten Schuss? Da ist noch einer. Das ist gut. Warte mal, was ist denn, gegen was ist er denn wirklich schwach jetzt? Gegen Wasser. Damn you. Ich muss einen Weg
Jetzt muss die Batterie eingehen, oder was? Ich kann... Ach, doch, diese Steuerung. Ich krieg die Krise mit dem Scheißdreck. Getränkt, Kill. Wunderbar. Diese dämlichen Maschinen. Echt. Haben wir es jetzt? Ich hoffe, wir haben es jetzt. Mein Gott, sie ist so doof, echt. Ich weiß. Hör auf mit dem Scheiß, wirklich. Sie ist so doof beim Klettern, es ist Wahnsinn. Es ist echt frech. So, die Sonnenflügel haben wir jetzt mal alle umgenietet, oder? Und jetzt? Also, hier. Hier, komm, spring. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Sie springt nicht rüber. Was ist denn jetzt los? Verdammte Scheiße! Ich krieg alle Zustände. Ja, da kannst du scheißen gehen. Sie springt da nicht rüber. Weißt du, das mit dem Klettern, das haben sie wirklich verkackt, meiner Meinung nach. Das ist so schlecht gelöst, das ist schon echt Wahnsinn. Na gut, ich gehe mich mal weg, bevor ich mich da jetzt zu sehr aufrege wegen dieser blöden Kletterei und der Steuerung. Na, da waren jetzt echt so viele Folgen dabei, wo sie einfach ins Leere springt und was weiß ich nicht, was alles. Vielleicht gibt es draußen einen anderen Weg hinauf. Ja, das hoffen wir mal. Ist der wirklich so heftig geklettert? Dann ist das auch ein Meisterkletterer. Das ist ja wirklich ein Turm, so wie der aussieht. Oh, noch mal ganz knapp. Ja, wäre ja schade, wenn nicht. Wenn es nicht ein bisschen PlayStation-ig ist. Nathan Drake-isch. Upsi. Muss Oris sein. Es gibt nur einen Weg, das sicherzustellen. Ich sollte nach dem Relikt suchen. Das Relikt. Und mein Fokus erfasst darauf Daten. Das bedeutet? Es ist kein Signal, sondern eine Karte von San Francisco. Oh. Wenn die Quinn sie lesen könnten, müssten sie keine Späher losschicken. Das muss ich Alva sagen. Aloy, ich bin hier. Alva, ich habe Daten gefunden, die Bohai interessieren dürften. Bohai. Ich schicke sie dir jetzt. Ich gebe sie weiter. Danke. Ich nehme das Relikt besser mit. Gebe es Jona. Zusammen mit den schlechten Nachrichten. Ich meine, für das, dass er so weit gegangen ist und dann eine Leiche ist, das ist schade, echt. Für ihn halt. Aber wir werden uns da gleich mal schön direkt zum Lagerfeuer Schnellreise nennen. Ach, wie schön, wir haben es geschafft. Und allzu lange dürfte das ja nicht laden hier, oder doch? Naja. Ist doch ein bisschen weit weg. Hier seht ihr eigentlich übrigens den Ladebalken, da drüben. Ich bin halt immer drüber. Es lädt trotzdem lange. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Also wenn ich die Chance habe, vor God of War Ragnarök an eine PlayStation 5 zu kommen, werde ich zu einem Normalpreis, dann werde ich das auch machen. Aber jetzt mal zurück zum... Ja, zu Yoma. Hast du? Es tut mir leid. Wie starb er? Der Turm war ein Sonnenflügelnest. Er ging hinein, um Deckung zu suchen, doch er hielt dies hier fest.
als ich ihn fand. Maurice. Hab die Daten darauf gelesen. Es hat eine Karte, die deinen Leuten das Gebiet anzeigen kann, ohne dass ihr mehr Späher riskiert. Alva gibt sie gerade an Bohai weiter. Gut, dass dein Bruder es beschützt hat. Ich gebe alle Daten im Vermächtnis dafür, meinen Bruder wiederzusehen. Doch, es ist gut, dass sein Tod auch etwas Gutes hatte. Wie versprochen, hast du jetzt Zugang zu meinem Waffenbestand. Wenn du mir die Rohstoffe bringst, kann ich dir anfertigen, was du hier siehst. Naja, warum probierst du nicht das hier? Unser Bestes. Und wenn's hilft, weißt du, wo es mehr gibt. Danke. Mein herzliches Beileid. Dank dir. Ich weiß das zu schätzen. Was Neues? Kanisterseilwerfer sind eine spezielle Art von Seilwerfern. Das ist neu. Anstatt Seile abzufeuern, nutzen Kanister Harpunen, die Elementbehälter an Maschinen befestigen können. Kanister können mit einem Pfeil des gleichen Elementtyps gesprengt werden, um eine große Elementexplosion zu bewirken. Kanisterharpunen müssen mit voller Bogenspannung abgeschossen werden. Ah ja. Interessant. Jetzt haben wir alle Waffenklassen, na nett. Das Andenken abgeschlossen. Ah, gibt auch einen Fertigkeitspunkt, das ist nett. Gut, abgesehen davon dürften wir... Ja, wir haben einen Fertigkeitspunkt und da vorne ist noch eine Quest, die wir natürlich mit Freuden annehmen werden. Sonst, glaube ich, ist hier nichts, oder? Ja, sonst ist nichts hier. Ja, und das Andenken ist jetzt abgeschlossen und deshalb kriegt mein Hund jetzt was zu fressen. Und deshalb ein Cut.